Ja, ich bin der Gecko und bin jetzt gelandet in Italien für viele Jahre und das ist wieder Urlaub. Blauer Himmel, Sonne und so nette Leute und immer Eiscreme. Obwohl ich heute keine Eiscreme esse. Der Gecko ist kein Eskimo, lebt normal auch anderswo, in Tropen- oder Wüstenzonen, da mag er am liebsten wohnen. Er braucht Wärme, sonnt sich gerne und fühlt sich dabei gut. Er schwitzt auch nicht in dem Gesicht, braucht keinen Sonnenhut. Was soll ich denn mit dem blöden Hut? Der passt gar nicht auf meine kleine Kopf. Die Artenvielfalt dieser Echsen, die ist reich und groß. Klettern können diese Kärtchen, das ist wirklich grandios. Mit Lamellen an den Füßen können sie am Glas hochdüsen. Manche haben andere Zehen, die wird man sehr selten sehen. Ja, da bin ich so eine große Kletterkünstler. Aber auch Verwandte, die können besser lachen über den heißen Sand als ich. Es gibt da Tag- und Nachtaktive, blasse und ganz attraktive. Wenn sie sich so präsentieren, werden sie uns imponieren. Ja, sie. Eigentlich sind sie ganz scheu, andere wieder zahm und treu. Klettern einem auf die Hand und das ohne Widerstand. Normalerweise ein bisschen zickig, aber wenn der Mensch Liebe ist zu mir, kann ich auch sehr zutraulich sein. Die Sinne, die sind ganz hellwach beim Hören und beim Sehen. Bei Gefahr sind sie schnell weg, so ganz im Handumdrehen. Diese Tierchen, das sind Echsen, sie sind schön und keine Hexen. Ja, sie. Sitzen meist nur ruhig da, wie der Komponist und seine Barbara. Was ist das für ein Gesülter? Was ist für ein Blödsinn? Der Komponist, welcher Komponist? Ravel ist ein Komponist. Oder Verdi ist ein Komponist, aber nicht diese Komponist von diesen Kinderliedern. Und diese Barbara, weißt du, die Barbara? Das ist schon nicht ein Lache.